So, also jetzt erstmal ganz spannend. Also das wird spektakulär, das seht ihr schon daran, dass ich die Überschrift in die Senkrechte gestellt habe. Also das wird jetzt mal was anderes als das, was ihr bis hierhin gemacht habt. Vielleicht auch als das, was ihr sonst so im Hochschulkontext macht. So, das Ding heißt Investition und Flurfunk. Wo kommt das denn her? Ja, dass ich auch vor ein paar Jahren noch hier gesessen habe und mir ähnliche Fragen gestellt habe, die ihr wahrscheinlich auch. Kommen wir gleich zu. Also dieser Kontext Investition und Finanzierung. Was heißt das überhaupt für euch? So, 29.11., das stimmt hoffentlich. Irgendwann verliert man ja den Überblick über Zeit und Raum, aber ich glaube, das bildet es ganz gut ab. So, vielleicht einmal schnell zu mir. Jakob Risse ist der Name. Ich grüße euch. Ich habe ganz genau hier, wo ihr auch sitzt, meinen Bachelor gemacht, an der wunderbaren Fachhochschule in Dortmund. Dann Master Fachhochschule Bochum, Funny Money, ganz interessante Geschichte, wird wahrscheinlich auch nochmal im Laufe dieser Präsentation immer mal wieder aufkommen. Und das ist es eigentlich auch gewesen bis 2017. Jetzt haben wir es aber 2018 und dieses Jahr kann ich stolz verkünden, dass ich es jetzt tatsächlich schon zum Sprecher des Netzwerks Finanzkompetenz in Nordrhein-Westfalen geschafft habe. Also irgendwie besteht da ein Bedarf, dass selbst das Land Nordrhein-Westfalen sagt, Mensch, das, was die jungen Leute da machen, scheint irgendwie eine Relevanz zu haben für unser gesellschaftliches Miteinander. So, was haben wir heute vor? Zum einen würde ich ganz gerne diese Person vorstellen. Also ihr seid an der Hochschule, das heißt, ihr erwartet in irgendeiner Form Professor. Bin ich jetzt leider nicht, deshalb habe ich selbstverständlich den Squirrel-Professor mit dabei, der uns halt ein bisschen durch diese Präsentation begleiten soll, damit das Ganze hier nicht allzu langweilig wird. So, die große Frage, die man sich natürlich stellt bei diesem Bereich Investition und Finanzierung, ist ja erstmal die. Also ihr sitzt jetzt hier und lernt jetzt so großartige Sachen wie finanziert ihr überhaupt einen Fuhrpark? Oder wie genau berechnet ihr denn jetzt den Kapitalfluss durch euer Unternehmen? Und zu Recht, so habe ich da damals auch gesessen, sitzt man dann da und stellt sich so Frage wie, ja, aber ich bin überhaupt kein Unternehmen. Was hat das denn jetzt überhaupt für eine Relevanz für mich? Also ich meine, irgendwo muss das Ganze doch eine Schnittmenge mit mir haben. Und wenn ich jetzt nicht irgendwie plane zu gründen und halt in dieser Größenordnung, in der ihr aktuell rechnet, dann halt mit diesen Zahlen halt hantieren zu müssen, hat das erstmal noch gar nicht so eine große Relevanz für euch. Das ist genauso, wie dass man als Student halt irgendwie zusehen muss, dass man überhaupt irgendwie ein Auto finanziert bekommt. Und hier lernt er aber halt quasi wie er komplette Fuhrperke, ein Plural davon, auch keiner zur Hand. Das könnt ihr nachher nochmal dann zu mir kommen und mir das für die nächste Präsentation dieser Art dann mit auf den Weg geben. So, aber ihr plant halt aktuell überhaupt noch nicht einen Fuhrpark anzuschaffen. Das heißt, ihr fragt jetzt zurecht, was hat das Thema Investieren überhaupt für eine Relevanz für mich? Also ihr als Individuum, das ihr sitzt, habt jetzt irgendwie was am Hut mit Investitionen und Finanzierung, aber gibt es nicht irgendwie eine Schnittmenge, von der ihr sagen würdet, also kann ich in meiner aktuellen Situation mit diesem riesigen Bereich investieren, ist euch ja wahrscheinlich auch schon mal aufgefallen, also da muss es noch mehr geben, als einen kompletten Fuhrpark anzuschaffen. Was genau hat das jetzt praktisch mit euch zu tun? Also was bedeutet investieren im Alltag für euch? Deshalb würde ich sagen, werfen wir erstmal einen Blick auf den Begriff der Investition. Also was ist denn überhaupt damit gemeint, wenn man von der Investition spricht? Sagt das Eichhörnchen jetzt, eine Investition stellt den Kauf werthaltiger Anlagen dar, mit der Absicht, Erträge zu generieren. So, und hier wird es jetzt spannend. Also, ihr seid vielleicht auch schon mal in einer Situation gewesen, wenn ihr mal ein bisschen über Leben nachgedacht habt, dass ihr gesagt hättet, Mensch, ich würde vielleicht auch ganz gerne Erträge generieren. Also halt diese ganze Arbeit hier, schön und gut, aber wenn man wirklich nach vorne kommen möchte im Leben, muss man irgendwann zu den Leuten gehören, die diese Erträge generieren. Und das ist möglich, auch für die Privatperson. So, wie macht man das? Es handelt sich um einen langfristigen Vermögensaufbau durch Konsumverzicht. Das ist jetzt schon mal die erste wirklich spannende Message hier in dieser ganzen Geschichte. Also Konsumverzicht scheint in irgendeiner Form eine Rolle zu spielen. Praktisch für euch heißt das also, ihr habt Geld, mit dem ihr jetzt halt nicht konsumiert. Also ihr entscheidet euch jetzt vielleicht dagegen, das Telefon für 1500 Euro zu kaufen, um mit der Kohle irgendwas anderes zu machen. Das ist erstmal eine ganz spannende Sache. Denn, also über diesen Konsumverzicht ist man jetzt in der Lage, das Geld anderweitig zu nutzen und zwar ganz genau für diesen Vermögensaufbau. Das könnte jetzt zum Beispiel folgendermaßen aussehen, dass ihr dieses Geld, für das ihr halt kein Telefon, kein Auto, keine Kleidung für was weiß ich wie viele hunderte Euros kauft und davon halt irgendwie werthältige Gegenstände kauft. Wie zum Beispiel eine Aktie. Und jetzt hier, ich weiß, hat schon irgendjemand in diesem Raum, hält Aktien aktuell?
Seid ehrlich, ja. Das ist also mit Leuten wie mir überhaupt kein Problem. Also ich stelle ja diese neue Generation da, die sagt, also wir tragen eine gewisse Verantwortung, da gehört das auch mit zu. Da, jetzt auch ehrlich, die letzte Reihe, hast du welche? Nein, leider. Du hast welche? Das ist schon mal ein guter Start. Aber an und für sich muss man jetzt natürlich, also wie alt ist man im Schnitt, wenn man in so einem Kurs sitzt dieser Tage? Über den Daumen. 23? 24? Also ich halte erstmal für eine ganz spannende Sache, also dass wir sind halt, und das ist halt das, was ich so bemänge an dieser ganzen Geschichte, ist also, ihr macht halt ewig Schule, also ihr macht die tollsten Abiture, scheiße, mit Plural bin ich heute wirklich nicht gut im Rennen. Und dann seid ihr jetzt hier an der Hochschule und halt im Endeffekt diesen kompletten praktischen Mehrwert, den Geld euch eigentlich bietet, wenn man wirklich verstehen würde, was es bedeutet, richtig mit Geld umzugehen, nirgendwo auf eurem Weg wird euch das mit auf den Weg geben. Und deshalb halte ich halt solche Veranstaltungen für so enorm wichtig, dass dann einfach mal dieser Horizont aufgezeigt werden kann, was überhaupt möglich ist. Denn sowas, also ich meine, ich muss auch dazu sagen, also ich habe glaube ich mit 22 meine erste Aktie gekauft. Aus reinem Interesse aber auch. Und würde aber dieser Tage sagen, also ich würde töten, wenn meine Mutter zu meiner Geburt, anstatt mir dieses Nippes-Sparbuch zu eröffnen, einen ETF-Sparplan eingerichtet hätte. Original, wie vorne ich in diesem Leben wäre, wenn ich mich nur ein bisschen früher mit dieser Thematik beschäftigt hätte. Aber da kommt man halt nicht ran, weil man nicht weiß, was es ist, weil es einem nirgendwo beigebracht wird. So, Aktien kommen aber gleich nochmal zu. Wir gucken uns erstmal noch an, was haben wir sonst noch so an alternativen Anlagemöglichkeiten. Also, jetzt habe ich hier diesen wunderschönen LKW, der ist 1950er Baujahr, steigt konstant im Wert, weil es irgendwie ein Oldtimer-LKW ist. Auch das ist eine Wertanlage. Wir haben hier unten diese schönen römischen Goldmünzen, also das wird euch wahrscheinlich auch klar sein. Also Gold in Münzenform hat auch einen gewissen Wert. Das Derivat, mache ich, naja, ein, zwei Folien zu, also wieso die nicht unbedingt zu empfehlen sind. Ne, dann halt also diese ganzen kryptografischen Tokens, also das ist jetzt vielleicht schon eher so eure Geschichte, also was ihr halt, hält irgendjemand Kryptowährung? Auch nicht. Was? Auch spannend. Da hätte ich jetzt gedacht, da würden mehr Hände hochgehen. Oder man kann natürlich halt auch Geld im anderen Geld anlegen, also Devisenhandel, ganz klassisch. Auch da ist natürlich die Möglichkeit, in irgendeiner Form halt Anlagen zu tätigen. Also das jetzt erstmal nur so als grober Überblick, also wie genau kann so eine Geldanlage überhaupt aussehen? Jetzt für uns ganz spannend, wird aber eher das hier, also die private Kapitalanlage. Also das, was euch jetzt halt auch tatsächlich in eurem Alltag betrifft. So, bevor wir das machen können, müssen wir jetzt aber halt erst eine unglaublich wichtige Sache rund um diesen ganzen Bereich klären. Nämlich den Risikobegriff. Weil das ist halt was, was ich auch erst relativ spät verstanden habe. Also ich jetzt am oberen Ende der Y-Generation habe halt auch die Erziehung durch meine Eltern durchgemacht. So, meine Eltern haben ein ganz klares Bild vom Risikobegriff gehabt. Nämlich, Junge, mach das nicht, wenn es riskant ist, wirst du all dein Geld verlieren. Punkt. So, wo kommt das her? Ja, also die Generation meiner Eltern ist halt massiv geschädigt durch diese 2000er Tech-Blase. Telekom, das sagt euch jetzt vielleicht schon gar nichts mehr, ist aber halt so eine ganz spektakuläre Sache gewesen, also wo halt durch die ganzen Medien gelaufen ist, kauf diese Aktie, kauf jene Aktie und dann wirst du halt innerhalb von Sekunden reich. Führte dazu, dass sie alle innerhalb von Sekunden arm geworden sind. So, da sind halt ein paar ganz entscheidende Fehler passiert, hat aber dazu geführt, dass halt quasi da, also die Aktie als sogenanntes riskantes Investment, halt zu einer großen Verstimmtheit geführt hat, dass die Leute nämlich von Anfang an gesagt haben, Junge, mach keine Aktien, da kannst du nur all dein Geld verlieren. So, woran liegt das? Ja, dass dieser Risikobegriff nie wirklich verstanden wurde. Denn, Definition, habe ich jetzt aus Wikipedia, also Leute wie ich, die halt sagen, also ein dezentrales Netzwerk zum Informationsaustausch ist wahrscheinlich cleverer, als mir halt irgendwie eine komplette Reihe Duden zu kaufen, für was weiß ich, wie viel 1000 Euro. Ja, ist ja bei einer Hochschule nicht so gerne gesehen, aber ich zitiere trotzdem aus Wikipedia, weil ich das gerne mache. Ist die Definition ist eine Abweichung von einem erwarteten Ergebnis. Punkt. Und nicht mit einem Wort wird hier irgendeine Richtung vorgegeben. Also kann man mal festhalten, dass sowohl negative als auch positive Abweichungen in diesen Risikobegriff mit reinziehen. Also das, was meine Mutter sagt, Risiko heißt automatisch, du verlierst alles, ist nur die halbe Wahrheit. Denn Risiko ist halt im Endeffekt genau das gleiche, was halt im Nachhinein einfach eine Kurssteigerung ist.
Also wenn es nach oben abweicht, in den grünen Zahlen, ist das auch Teil des Risikobegriffes. Weil es gibt halt ein erwartetes Ergebnis und wenn es nach oben abweicht und man halt im Endeffekt einen Schnapp macht, dann gehört es im Endeffekt nicht, es ist auch Teil des Risikobegriffes. Es gehört genauso daran. Aber, und das macht halt dieses Risiko so spannend, ist, dass halt bei uns immer nur ankommt, Risiko, da kannst du nur bei verlieren. Also vielleicht ein etwas plastischeres Beispiel, wenn ich jetzt eine riesige Holzplatte bei meiner Mutter aus der Garage ziehe, die auf ihr Auto lege und sage, ich springe da jetzt mit dem Skateboard drüber. Dann sagt meine Mutter zu mir, dabei wirst du sterben. Nicht mit einem Satz verliert meine Mutter irgendeinen Gedanken daran, dass ich der gefeierte Held der Straße wäre, wenn ich den Sprung tatsächlich schaffe. Also da merkt man, es ist halt relativ einseitig beleuchtet und das führt natürlich dazu, dass dieses Risiko einen enorm schlechten Ruf hat. Also wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier in so ganz spannenden Graphen angucken möchten, sieht es dann halt folgendermaßen aus. Also wir gucken uns jetzt mal da oben, VPI, es ist mittelständische Unternehmen, die sind in der Regel ein bisschen riskanter als jetzt die großen Blue-Chip-Unternehmen, sagt man dann, also amerikanische Daten, da ja Kant bei der Blue-Chip gesagt hat und nicht von DAX-Unternehmen gesprochen hat. Haben wir jetzt mal einen Zeitraum von 1925 bis 2010. Und wir legen im Jahr 1925 100 US-Dollar an. In so einem ganz großen, breit gestreuten Korb aus amerikanischen Mittelstandsunternehmen. So, und was machen die jetzt? Ja, die bewegen sich halt in eine Richtung. Nach oben. Muss man dazu sagen, also ja, wieso gehen die denn nicht einfach alle nach unten? Ist, wenn man versucht, den ganzen Markt abzubilden, oder wenn man es halt in diesem Fall halt auch tut, muss man sich halt immer vor Augen führen, also wenn das Ding jetzt halt unangespitzt in den Boden gehen würde, in so einer Größenordnung, ist das im Endeffekt gleichbedeutend mit Weltuntergang. Also wenn wir halt im Endeffekt sagen, die komplette Wirtschaft geht unter, heißt das nichts anderes als der Neoliberalismus in der Form, in der wir ihn betreiben, ist halt einfach nicht mehr tragbar. Und das ist dramatisch. Und dann könnte man halt genauso gut sagen, ja okay, dann kaufe ich halt keine Aktien, sondern ich kaufe halt Waffen, Wasser und halt die besagten Goldmünzen und stelle halt einfach sicher, dass ich halt einfach so eine Ultrakrise überlebe, sollte die denn wirklich kommen. Aber an und für sich ist das System, in dem wir leben, also der Kapitalismus in der Ausgestaltung, in der wir das halt gerade machen, darauf ausgelegt, dass das halt immer irgendwie wächst. So, und das tut es jetzt. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, wo ist denn jetzt dieser Risikobegriff? Was denn nicht gerade noch darüber geredet? Den kann man jetzt wunderbar in diesen Zacken sehen. Also das geht jetzt hier halt los im Jahr 1925 und das bewegt sich halt ein bisschen nach oben und wir sind unglaublich glücklich. Das entwickelt sich ja positiv. So, jetzt kommt das Risiko, was die alten Leute halt sehen und sagen, ah, guck hier, ich hab's dir doch von Anfang an gesagt. Da verlierst du jetzt dein Geld und das ist es jetzt gewesen. So, aber nichts anderes als dieser Risikobegriff ist jetzt auch die Steigerung nach oben. Also da weicht es jetzt dann einfach in die andere Richtung ab. Also im Jahr 1930, sagen wir mal, haben sie halt alle gesagt, so, oh ja, mach dir mal gar keine Hoffnung, das System ist am Ende. Das ist die erwartete, ja, also Bewegung dieser ganzen Geschichte. Und stattdessen bewegt sich jetzt aber nach oben, also es schafft es halt dieses Comeback. Und das ist dann genauso Teil des Risikobegriffs wie das. Und jetzt kann man halt hier sehen, also diese ganzen Bewegungen nach unten sind halt diese schlaflosen Nächte, aber halt quasi jede Bewegung nach oben gehört halt genauso zu diesem Risikobegriff. Also es sind halt die zwei Seiten der Medaille und das ist unglaublich wichtig, das zu verstehen, wenn man halt einfach sagt, also ich interessiere mich für diesen Markt, also für das Investieren in Investitionen und Finanzierung. Jetzt sagt er natürlich zu Recht, ja, Mensch, Jay, das klingt alles total super und du hast mich überzeugt, dass dieser riesige Begriff nicht zwingend was Schlechtes sein muss. Aber ich bin jung und ich habe jetzt nicht unbedingt Zeit, 85 Jahre an meinem Vermögensaufbau zu arbeiten. Und auch da gebe ich euch natürlich recht, also es ist halt schwer, sowas zu sehen und sich halt zu denken, ja, das ist natürlich geil, aus 100 US-Dollar 7 Millionen zu machen, aber wenn mich das Ganze halt 85 Jahre kostet, komme ich nicht so weit damit. Oder vielleicht halt, wenn ich 85 bin. Oder wenn ihr jetzt halt wirklich 24, 25 seid, seid ihr auf jeden Fall dann 110. Aber dann auch medizinischer Fortschritt. Und vielleicht machen wir das tatsächlich. Egal wie rum. Also jetzt wisst ihr, wie der Risikobegriff funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gestaltet sich der aus? Also geht das Ganze schneller? Und natürlich geht das Ganze schneller. Alles eine Frage des Risikos. Danke dafür, Eichhörnchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine von diesen kultigen Neuzeitanlagemöglichkeiten zur Hand ziehen bei dieser ganzen Geschichte. Also das habt ihr ja wahrscheinlich schon mal gehört, also spätestens letztes Jahr habt ihr es auf jeden Fall in jeder Zeitung gelesen. Diese Bitcoins sind halt irgendwie eine spektakuläre Sache. Und wieso die das sind, kann einem keiner so wirklich sagen, was die aber wissen, man kann halt innerhalb ganz kurzer Zeiträume unglaublich viel Geld damit verdienen. Also kann man schneller als 85 Jahre reich werden? Ja klar, da seht ihr das ja. Also sagen wir mal, ihr habt hier im Dezember 2016
ungefähr $300 daran angelegt, dann hättet ihr euch im ein Jahr später über 16.000 US-Dollar freuen können. Also das ist eine massive Wertsteigerung. Also das ist selbst für Kapitalmarktverhältnisse unglaublich. Jetzt erinnert euch aber auch, zwei Seiten der Medaille, was so unglaublich schnell aufsteigen kann, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch so schnell wieder fallen. Also was ist hier passiert? Ja, jetzt bricht dieses ganze Ding ein, aktuell auch wieder weiter. Das ist natürlich also ein hochvolatiles Investment, wo halt niemand so wirklich weiß, in welche Richtung entwickelt sich das. Also alles, was halt mit einem hohen Risiko kommt, kann natürlich enorm schnell enorm viel Geld also verdienen, kann aber halt auch genauso schnell wieder Geld verdienen. Also alles, was euch als hochriskant halt angepriesen wird, kommt natürlich halt immer mit dieser Wahrscheinlichkeit oder auf der anderen Seite so schnell wieder zu fallen. Also, ne, wenn ich jetzt halt quasi mit dieser Holzplanke da hingehe und halt sage, so, ich springe über 10 Autos, sagt meine Mutter immer noch, ich breche mir das Genick. Und die Wahrscheinlichkeit sinkt halt, dass ich den Sprung halt tatsächlich schaffe. Wahrscheinlich würden halt internationale Zeitungen über mich berichten, wenn ich es mache. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir tatsächlich das Genick breche, steigt halt auch. Deshalb hier nochmal so ein ganz kleiner Tipp zwischendurch, auch enorm wertvoll für dieses ganze Zeug. Ist never invest in something you don't understand. Also bei dieser ganzen Geschichte, also das muss ich halt auch, also wieso ich dieses Bitcoin-Zeug halt auch so spannend finde, ist, wenn ich mir überlege, also was da für unglaubliche Kapitalsummen reingeschlossen sind, und ich weiß noch, also kurz bevor diese Blase geplatzt ist, waren wir beide noch in Düsseldorf und haben auf dem Börsentag präsentiert, und da hat sie die ganzen Kids sitzen und alle haben die erzählt und Bitcoin und du mit deinen Aktien und das führt doch alles zu nichts und komm mal lieber mit uns hier in diese Kryptografie, und wenn du dann ja gefragt hast, aber was ist das überhaupt? Kannst du mir das mal erklären? Also ich meine, kaufe ich jetzt halt Anteile an diesen Münzen, an irgendwelchen Unternehmen? Wenn ja, wo sind die? Und wenn das Ganze halt dezentral ist, also wo genau ist denn jetzt die Basis, wo wird der Wert geschaffen? Merkst du halt sofort, da kommt nicht mehr viel. Also im Nachhinein, die einzige Grundlage, auf der dieses ganze Ding halt betrieben wurde, waren halt einfach Leute, die Leuten gesagt haben, kauf das mal. Also ich dann natürlich, ja, aber ich soll doch eigentlich in nichts investieren, was ich nicht verstehe, wird da aber halt komplett ausgeblendet. Das heißt für euch, also was nehmt ihr hier raus? Wenn ihr halt plant, in irgendeiner Form Geld zu investieren, macht euch erstmal schlau, worin ihr da überhaupt investiert. Relativ simpel. Und lasst euch halt im Endeffekt nicht, also der große Begriff darüber ist halt Fear of Missing Out, halt einfach in irgendeiner Form in irgendwas reinlutschen, von dem ihr überhaupt nicht wisst, was es ist. Denn so sexy das auch aussieht, so unsexy sieht das halt auch aus. Und wenn man sich überlegt, dass halt quasi heutzutage in den gleichen Foren, in denen sie mir halt vor ein paar Tagen noch gesagt haben, mach das und du fährst halt übermorgen Ferrari, halt irgendwelche Telefonnummern von Suizid-Hotline die Runde machen, dann ist das halt schon relativ gefährlich. Weil Leute investiert haben in Dinge, die sie nicht verstehen. So, jetzt steht aber hier und sagt, ja, Aktien, ah, das alte Leute-Investment, muss man an dieser Tage schon sagen, ist es bei Aktien auch so, wenn man den gleichen Fehler macht und investiert in Dinge, die man nicht versteht. Also ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal den typischen Aktienkäufer ohne Strategie an. Also wie sieht das aus in der Praxis, wenn man halt das gleiche Drama mit Aktien durchmachen möchte. So, also es geht in der Regel los, dass halt irgendwas ganz unspektakulär startet. Also da ist eine Aktie. Und jetzt in einem relativ kurzen Zeitraum fängt die an Fahrt aufzunehmen. Und allerspätestens hier fange ich an, mich dafür zu interessieren und höre das irgendwie, viele Leute reden drüber und auch das Produkt, was da in irgendeiner Form vertrieben wird, interessiert mich jetzt auch. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, kann ich da irgendwie partizipieren? Klar, kaufe halt die Aktie dazu. So, und dann gucke ich mir das Ganze noch ein bisschen an, das Ganze steigt halt weiter, ungefähr irgendwo hier kaufe ich mir das Ganze dann und bin für ein paar Tage unglaublich glücklich. Ich bin nicht nur glücklich, sondern ich habe auch wirklich massiven Rückenwind in allem, was ich tue. Ich komme hier rein und sage, ich bin ein Halter der Aktie so und so und ich bin ein verdammtes Genie, weil ich die habe. So ein paar Tage später kommen jetzt aber erste Fragen auf. Also dieses ach so großartige Produkt wird jetzt halt zum ersten Mal hinterfragt und sobald sich halt hier der Rauch lichtet, stellen die Leute halt einfach fest, was habe ich hier überhaupt gemacht. So, das fängt jetzt an Wert zu verlieren. Ungefähr hier verkaufe ich das Ganze dann wieder. Bin frustriert für den Rest meines Lebens. Aktien macht das nicht. Teufelszeug, da kannst du nur verlieren. Steigt das Ganze hier wieder so ein kleines bisschen, dann bin ich noch relativ optimistisch. So, was haben sie jetzt davon? Die ganzen Lemminge steigen da jetzt wieder ein, obwohl sie überhaupt noch nicht wissen, dass man bei Aktien nur verlieren kann. So, das Ganze geht ein bisschen in die Seitwärtsbewegung, fängt jetzt hier hinten wieder an zu steigen. Ich steige wieder willen nochmal ein, bin aber für den Rest meines Lebens frustriert. Jetzt einfach nur so vom Gefühl her. Irgendwer eine Idee, welcher Kursverlauf das sein könnte?
Es ist vor ungefähr 2 Jahren passiert. Und es war, also ich sag, 50%, wenn nicht 70% dieses Raums waren in irgendeiner Form zumindest an dem Produkt selber involviert. In das Produkt selber involviert. Ja, ich nehme dich einfach dran, nur weil du die Hand gerade oben gab. Sag einfach irgendwas. Ich? Ja. VW jetzt, oder was meint ihr? VW ist noch ein bisschen dramatischer runtergegangen. Okay. Also, ja. Facebook ist noch ein paar Jahre davor gewesen. Aber ich will fast sagen, also dass zu irgendeinem Zeitpunkt in eurem Leben jeder mal diese kleinen Monster gefangen hat. Das war nämlich die Geschichte mit Nintendo. Also das war, weil ich habe das auch an mir selber gesehen. Also ich meine, ich nehme wahr, dass alle immer auf das Telefon gucken. Aber die Sekunde, wo halt irgendwie 60-jährige Leute am Dortmunder Phoenixsee so mit dem Telefon rumlaufen, da ist irgendwas anders. Und wenn es halt quasi so ein Riesentrend wird, ist da wahrscheinlich Geld mit zu verdienen. Das hat dazu geführt, dass unglaublich viele Leute Geld in diese Nintendo-Aktien gesteckt haben. So, das Spannende hier ist jetzt aber gewesen, ist, nachdem wir uns alle so unglaublich sicher gewesen sind, dass Nintendo mit Pokémon Go für immer durch die Decke geht, stellt ihr jetzt gerade fest, hat noch irgendjemand die Pokémon Go auf dem Handy? Die ist verloren gegangen. Und zum anderen, und das ist eigentlich noch viel spannender bei dieser ganzen Geschichte, never invest in something you don't understand, ist, dass ein Großteil dieser Pokémon Go-Geschichte überhaupt nicht bei Nintendo lag, sondern das war ein Unternehmen, das sich Niantic nannte. Und dieses Niantic-Unternehmen gibt überhaupt keine Aktien aus, weil es Teil von der ABC-Gruppe, von der Alphabet ist, sprich von Google. Das heißt also, halt diese ganze riesige Überwertung, die hier stattgefunden hat, ist halt komplett artifiziell gewesen, weil die Leute dann einfach nur gedacht haben, alle spielen Pokémon Go, also kaufe ich jetzt Nintendo-Aktien. Keiner hat sich die Mühe gemacht, auch nur ein bisschen Recherche da reinzustellen. So, wenn du jetzt clever gewesen bist, hast du das Ganze natürlich halt abgewartet, festgestellt, aber dass Nintendo auch so einfach relativ viele stabile Produkte hat. Also ich meine, das hier ist halt nicht Pokémon Go 2.0, das ist der Nintendo Switch und das kommt immer noch enorm gut an. Das ist, als Apple gesagt hat, wir legen ein Spiel auf Super Mario auf und vertreiben das bei uns im App Store. Das ist halt die Wertschöpfung, also wieso Nintendo seitdem auch wieder enorme Kursgewinne gewonnen hat. Geht jetzt aber halt nicht darum zu sagen, Mensch, kauft alle Nintendo-Aktien, das wäre jetzt Quatsch und das würde sich jetzt halt überhaupt nicht decken mit dem, was ich bis hierhin gesagt habe. Sondern halt einfach nur mal darstellen, also was halt diese groben Fehler sind. Also mit dieser Masse einfach mitzulaufen und zu sagen, das wird schon super sein, weil alle das machen, dafür seid ihr zu klug. Ihr seid hier und ihr seid Studenten. Vor dem Hintergrund steckt so diese eine extra Minute Arbeit da rein. So, und was ist falsch gelaufen? Was ist falsch gelaufen? Also hätte man jetzt einfach aus dieser Perspektive Investitionen, und ich meine, ich sitze jetzt auch schon relativ lange in diesem Kurs Investitionen und Finanzierung, hätte man dieses Investment in irgendeiner Form absichern können, den Fall ein bisschen federn können? Da brauchen wir eine Antwort drauf. Das die habt ihr bestimmt. Was war der größte Fehler, den diese Person mit Nintendo da gemacht hat? Irgendwas, kommt schon. Ich bin, wie schon gesagt, kein offizieller Professor. Also von mir muss man sich weiß Gott nicht sorgen. Sonst Eka, was ist hier falsch gelaufen? Stichwort Diversifikation vielleicht? Kann mir dieses Stichwort irgendjemand ausführen? Schon mal was von Diversifikation gehört? Ja. Dass sie vielleicht einfach nur in die Nintendo-Aktien investiert haben und nicht daran gedacht haben, auch mal ihr Portfolio vielleicht weiter aufzustellen, wenn die eine Aktie sinkt, dass das durch eine andere aussteigende Aktie wieder ausgeglichen werden kann. Habt ihr das alle gehört? Ja. Du verdammtes Genie. Sieht dann nämlich so aus. Also, dieser Hase hat Folgendes an der Wall Street gelernt. Don't put all your eggs in one basket. Also ganz genau das, was du gesagt hast, niemals alle Eier in einen Korb tun. Weil das kann natürlich ganz genau diese dramatischen Konsequenzen haben, wenn du dein Risiko halt ganz genau auf einem Satz Schultern hast. Nintendo muss funktionieren, meine komplette finanzielle Zukunft basiert darauf. Dann setzt du dich im enorm hohen Risiko aus. Das ist genauso wie mit der Facebook-Geschichte, das lief ähnlich. Wenn ich halt gesagt habe, Mark Zuckerberg ist halt dafür verantwortlich, dass meine komplette finanzielle Zukunft in irgendeiner Form funktioniert, dann ist meine komplette Zukunft abhängig von Mark Zuckerberg.
Und wenn der halt irgendwie mit Cambridge Analytics meine Daten verliert, dann sieht das dann wirklich das enorm negativ auf meine finanzielle Zukunft aus. Das heißt, wenn man diesem Hasen jetzt halt irgendwas, oder wenn man aus diesem Hasen irgendwas rausnehmen kann, dann ganz genau das. Man sollte niemals diese Klumpenrisiken in seinen Portfolios haben. Weil das gefährlich ist. Man muss das Risiko immer auf so vielen Schultern wie eben möglich verteilen. Also wenn man da jetzt mal irgendwie so ein ganz simples Beispiel daraus machen wollen. Also diese Diversifikation, wie ihr das jetzt mit nach Hause nehmt. Ist, wir brechen uns die Welt jetzt in einem Gedankenexperiment auf das absolut Nötigste runter. In unserer Welt regnet es entweder oder es scheint die Sonne. Und es gibt auch nur zwei Unternehmen. Das eine baut Regenschirme und das andere baut Sonnenschirme. An den sonnigen Tagen verdienst du Geld mit dem Sonnenschirm. An den Tagen, an denen es regnet, verdienst du Geld mit dem Regenschirm. Natürlich an den regnerischen Tagen verdienst du kein Geld mit dem Sonnenschirm und andersrum. Aber in unserer künstlich erschaffenen Welt hält es sich so genau die Waage. Das heißt, ihr habt euer Risiko über diese zwei Schultern bestmöglich gestreut. Jetzt ist die Welt leider nicht so simpel wie die Welt, in der nur die Sonne scheint oder es nur regnet. Wäre auch irgendwie traurig, eine Welt, in der nur diese zwei Zustände da sind. Aber an und für sich halten wir hier jetzt mal fest, also diese Diversifikation, dieses Wort alleine schon, nehmt ihr mit nach Hause und werdet es halt immer mit diesem Hasen oder mit dem Eichhörnchen in Verbindung bringen. Denn auch das Eichhörnchen wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals machen. Je breiter ich mein Risiko streue, desto besser. Exakt. Also je breiter, desto besser. Wertvoll. So, und jetzt sagt ihr natürlich zu Recht, so viele einzelne Aktien zu kaufen, klingt aber nach einer ganzen Menge Arbeit. Also wenn man jetzt halt sagt, also ich würde mein Risiko ganz gerne über alle Branchen, über den ganzen Globus streuen, dann sprechen wir hier schon locker von 1000 verschiedenen Titeln. Und das ist eine Menge Arbeit. Also allein diese ganzen Wertpapier-Kennnummern in die Browsermaske einzutippen, wäre total wahnsinnig. Und ist vor allem auch unfinanzierbar, wenn er halt jeweils immer einen Anteil von dem ganzen Ding kaufen will. Also was macht er jetzt? Ja, ärgerlich. Aber dann muss man auch wieder festhalten, also wir sind in der Entwicklung des Menschen halt schon so weit fortgeschritten, dass wir auch für dieses Problem schon eine Lösung haben. Und das nennt sich ETF. Und das ist jetzt vielleicht also die größte Errungenschaft für unsere Generation, also ich, Y-Generation, oben drüber und alles, was jetzt danach kommt. Denn, und auch das wird halt viel zu wenig kommuniziert, weil es halt auch einfach ein unangenehmes Thema ist. Also, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit im Alter arm sein werden, ist halt ein offenes Geheimnis. Also ich meine, obwohl sie mir all mein Geld für irgendwelche Rentenkassen nehmen, gehe ich halt einfach nicht davon aus, dass ich noch irgendwas von dieser Rente sehen werde. Ist ein ziemlich pessimistischer Ansatz, aber wenn ich mir halt einfach mal angucke, was hier gerade so passiert, also wenn die Generation meiner Eltern, sogenannte Silver Ager, in Rente gehen, sind das unglaublich viele. Statistisch gesehen müsste ich jetzt schon mit 30 1,6 Kinder haben. Ich habe nicht eins. Das heißt, diese Rechnung, die jetzt halt diesen Generationenvertrag in irgendeiner Form deckt, geht nicht mehr auf. Weil so Dummköpfe wie ich sagen, so mit 30 fühle ich mich noch jung. Ich will noch ein bisschen leben. Ich will noch kein Einfamilienhaus haben und ich will halt irgendwie noch ein bisschen was machen. Führt natürlich dazu, dass wir halt einfach nicht genug Leute haben, die in diese Rentenkasse einzahlen. Gleichzeitig schütten wir aber mal wieder mehr Renten aus. Das heißt also, die Kohle, die halt im Endeffekt für uns dann am Ende drin sein müsste, wird halt einfach nicht da sein. Also wenn man halt sagt, bis 2030 fällt dieses Rentenniveau auf unter 50% ab, dann ist das dramatisch. Also selbst wenn du nur ein Taui also verdienst aktuell, hast du halt am Ende nur noch 500 Euro, wenn du wirklich in Rente gehst. Das heißt, wir sind die erste Generation, die auf jeden Fall privat vorsorgen muss. Da führt kein Weg dran vorbei. Also außer es fällt magisch Geld von der Decke, was es aktuell tut, EZB sei Dank, aber mit der Inflation hilft uns das relativ wenig. Das heißt, wenn ihr nicht selber Vermögen aufbaut, und zwar jetzt, mit 23, 24, wo ihr diese langen Zeiträume noch habt, 85 Jahre, habt ihr ja gesehen, passiert nicht von heute auf morgen, eine Million zu verdienen. Dann steht er halt am Ende da. Und dann halt irgendwie mit 60 zu sagen, oh, das hat mir aber keiner gesagt, dass ich privat vorsorgen muss und die gesetzliche Rente, was, davon kann ich jetzt nicht mal mehr ins Männerwohnheim ziehen, damit ist euch nicht geholfen. Also ihr habt jetzt noch die Möglichkeit und vor allem die Zeit, halt ganz genau diese Risiken im Alter halt auszugleichen. Und ich weiß wirklich, ich tue mich damit selber so unglaublich schwer. Wenn du jung bist, halt irgendwie ans Alter zu denken, das ist so surreal. Also mir jetzt irgendwie vorzustellen, wie es ist, wenn ich 70 bin, habe ich absolut keinen Bock drauf. Aber da muss man sich halt auch immer die Frage stellen, nehmen wir mal an, ich werde tatsächlich 70 und habe dann tatsächlich noch Bock in irgendeiner Form was von meinem Leben zu haben, dann ärgere ich mich halt, wenn der 20-jährige Jakob halt gesagt hat, so schisch, YOLO und geht schon. Vor dem Hintergrund, also hier, das ist vielleicht ein unglaublich wertvolles Produkt.
So, was macht so ein Exchange Traded Fund, kurz ETF? Das ist ein passiv gemanagter Investmentfonds. So, Abgrenzung zum aktiv gemanagten Investmentfonds ist halt quasi, dass dieser Fonds überhaupt nicht den Anspruch hat, irgendeinen Index zu schlagen. Ihr wisst alle, was ein Index ist? Ihr habt gehört, das wird so langsam dramatisch, es geht um eure Zukunft. Also wenn, dann meldet euch jetzt. Warte, ich gehe einfach nur mal auf Nummer sicher, weil es mir ein Anliegen ist. Also der DAX ist zum Beispiel so ein Index. Das sind die 30 größten Unternehmen hier in Deutschland. Die sind zusammengefasst in einem Index, in dem die im Endeffekt nach ihrer Gewichtung am Kapitalmarkt halt einfach niedergeschrieben werden. Das ist wie erste und zweite Bundesliga. Also wenn du wertvoll bist, steigst du halt in den DAX auf und wenn du halt nicht mehr wertvoll genug für den DAX bist, steigst du halt in den MDAX ab. So, und auf ganz genau diese Zusammensetzung von verschiedenen Unternehmen wird halt so ein Index abgebildet. Und dieser passiv gemanagte Fonds bildet genau diesen Index nach. Also wenn Bayer mit 5% im DAX gelistet ist, dann macht dieser passiv gemanagte Fonds ganz genau das und kauft halt quasi für diesen Fonds, also quasi diese Zusammensetzung, dieser bunte Strauß als aus Unternehmensanteilen, 5% Bayer-Aktien da rein. So, in Abgrenzung zu dem aktiv gemanagten Fonds, also da sitze ich dann auch wieder, trage aber zu dem Zeitpunkt 8.000 Euro Anzug und sage euch jetzt halt einfach mal ganz dreist ins Gesicht, ich bin klüger als der Markt und ich treffe bessere Entscheidungen als jeder andere hier. Das kostet euch eine ganze Stange Geld, meine Expertise in Anspruch zu nehmen und deshalb manage ich halt quasi euer Kapital aktiv. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass irgendjemand meinen 8.000 Euro Anzug finanzieren muss und das halt in der Regel hier. Der Trick am langfristigen Vermögensaufbau ist halt, dass man die Kosten so gering wie eben möglich halten muss. Das ist das absolute A und O bei dieser Geschichte. Wenn da jetzt irgendjemand zwischensteht, der halt einfach sagt, also ich brauche aber im Jahr 3,5% dafür, dass ich in meine Glaskugel gucke und euch sage, BMW wird mit hoher Wahrscheinlichkeit besser performen als Mercedes. Eine Aussage, die ich halt anhand von irgendwelchen Linien, die ich halt in irgendwelche Charts eintrage, halt treffe, dann ist das halt für euch unglaublich nachteilig. Das muss man natürlich auch dazu sagen, also die größte Geschichte dieser ganzen, dass halt selbst der aktive Manager sein Vermögen in passive Investmentfonds anlegt. Weil der halt weiß, das ist halt alles nützlich. So, vor dem Hintergrund, also ihr nehmt jetzt hier mal raus, also passiv zu managen ist erstmal super. Und dieser Index vereint jetzt die breite Streuung des klassischen Fonds. Also, das wisst ihr ja noch von dem Hasen, Diversifikation mit der Handelbarkeit einer Aktie. Also, das ist jetzt kein geschlossener Fonds, wo ihr euch halt irgendwie erst bewerben müsst mit den netten Worten, hallo, ich bin aber super, bitte nehmt mein Geld. Und dann sagen sie, wir nehmen schon dein Geld, aber allein dafür, dass wir dein Geld nehmen, brauchen wir erstmal Geld von dir. Kann man das Ganze hier tatsächlich wie ein simples Wertpapier handeln. Also, es hat halt einfach eine Wertpapierkennnummer, die gebt ihr ein und dann könnt ihr das zu unglaublich niedrigen Kosten kaufen. Es ist also ein an der Börse gehandeltes Wertpapier, das einen ganzen Index nachbildet. Also es ist leicht handelbar und es hat dann im Endeffekt die komplette breite Streuung in Form von einem Index. Also, anstatt 1600 verschiedene Unternehmen, also das ist halt die Anzahl der Unternehmen gerundet, aus denen sich der MSCI World, das ist halt der Weltindex, wozu man hier natürlich auch nochmal dazu sagen muss, also der bildet mehr oder weniger nur die erste Welt ab, da ist halt Amerika, Deutschland, also diese komplette erste Welt enorm stark drin gewichtet. In der Regel immer klug, das Ganze dann nochmal auszugleichen mit MSCI Emerging Markets. Das darf da ja aber auch auf der Tonspur. Sonst das könnte man sich ja nochmal aufschreiben, MSCI World, MSCI Emerging Markets. Also anstatt, dass ihr euch jetzt die Mühe macht, 1600 verschiedene Unternehmen zu kaufen, braucht ihr nur eine Wertpapierkennnummer. Sieht dann ungefähr so aus. Fragen? Ihr könnt euch auch jederzeit melden. Also das ist hier wirklich so ein Format. Also nutzt die Chance. So, ist das hier, haben wir jetzt einfach mal so welche rausgesucht, also das ist halt quasi der Index, MSCI World, 1600 verschiedene Unternehmen und wenn dem halt dieses eine Papier kauft, könnt ihr halt quasi über dieses eine Wertpapier halt quasi Bruchstücke von anderen Unternehmen kaufen. Also halt quasi, wenn ihr jetzt ein MSCI World kauft, kauft ihr zum Beispiel Anteile an Apple. Nur ihr kauft jetzt nicht keine ganze Apple-Aktie, weil die ist halt unglaublich teuer. Sondern ihr kauft halt 0,00000 und was weiß ich wie viele hunderte von Nullen Anteile an Apple. Dafür kann so ein Ding aber halt auch quasi hier, da habe ich den Preis da dran stehen, nee nicht, aber die kann man halt stellenweise schon für 25, 30 Euro bekommen. Und die kann man halt anteilig im Sparplan halt also wirklich auch glatt für ein Cap 25 Euro kaufen. Und das ist großartig, weil es macht euch unglaublich wenig Arbeit. Also ihr kauft dieses eine Wertpapier, streut sofort über die ganze Welt, könnt das Ganze als Sparplan zu unglaublich niedrigen Kosten machen und damit langfristig Vermögen aufbauen.
Und gleich mal, Cost-Average-Effekt, wenn wir noch Zeit haben, gehen wir auch nochmal durch und dann brauche ich auch nochmal die Tafel. Und das ist natürlich die große Frage, wieso kauft denn nicht jeder ETFs? Also, ich hoffe, dass ich den Punkt gemacht habe, dass das, wenn es um Investieren geht, vielleicht das Cleverste ist, was er machen könnte, gerade vor diesem Hintergrund, Altersarmut kommt. Die atmen doch jetzt schon in den Nacken. Das ist echt kein Spaß. Also mit 70 nochmal eure komplette Einrichtung aus der Bude tragen, weil ihr euch mit eurer Rente, eurer aktuellen Wohnung nicht mehr leisten könnt, absolut kein schöner Zustand. Also wieso macht das nicht jeder? Ja, weil das andere halt auch einen gewissen Reiz hat. Also jetzt haben wir hier, können wir nochmal einen Blick in Jays persönliches Portfolio werfen. Auch ich habe Nintendo gekauft. Aber, weil ich natürlich nicht in Dinge investiere, die ich nicht verstehe, habe ich halt die große Blase verpasst. Also mir ist wohl aufgefallen, dass das halt irgendwie spannend ist und dass ich vielleicht Nintendo kaufen sollte. Dann ist die Blase aber halt auch geplatzt und das ist halt irgendwie alles runtergegangen. Da, in dieser Recherche ist mir aber halt aufgefallen, also dass die halt irgendwie mit dem Switch und mit diesen Kooperationen mit Apple und dieser großen Kooperation mit Niantic unglaublich viel Potenzial haben. Kaufte also Einzeltitel. Jetzt muss man immer noch mal dazu sagen, ja, ich kaufe Einzeltitel, habe aber halt quasi einen kleinen Teil von meinem Portfolio ganz genau dafür zur Seite gelegt. Also ich habe halt quasi meine Altersvorsorge und im Endeffekt alles, was ich sonst mit meinem Geld mache, also in der breiten Diversifikation über Anlageklassen hinweg, einen gewissen Betrag, mit dem ich halt ganz genau solche hochspekulativen, mehr ist das überhaupt nicht, auch wenn wir jetzt gerade Bitcoin gesehen, was halt hoch, hoch und ein Quadrat nochmal dran spekulativ ist, hier natürlich auch solche Sachen. Mit einem Betrag, den ich aber dafür zur Seite gelegt habe. So, und das ist jetzt total super, weil ich natürlich mit dieser Geschichte halt 60% Schnapp gemacht habe. Das ist eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, was ein so ein Ding kostet. Also ich kaufe die für 212 und habe sie halt momentan für 342 im Portfolio. Und jetzt sagt ihr natürlich, dieser Jay, das ist ja ein verdammtes Genie. Vielleicht doch aktives Management und vielleicht sollen wir dem unser Geld geben, weil der scheint ja allem Anschein nach zu wissen, was er da tut. Aber dann habe ich auch solche im Portfolio. Also, wenn du mich damals gefragt hättest, so wie, was hältst du von Snapchat, hätte ich gesagt, ja klar. Ne, also ich meine, endlich kommt man Konkurrent zu Facebook und das ist doch eine großartige Sache. Und ich glaube tatsächlich, dass die jungen Leute den Wert dieses Produktes erkennen werden und die ist gestohlen für einen Zwanni. Und jetzt seht ihr hier, wie 41% mieser aussehen können. Und dann habe ich letztes Jahr hierauf mit Snapchat weitergemacht. Nach dem Börsendebakel droht Snapchat das MySpace-Schicksal. Aua! Und habe jetzt im Zusammenhang mit dieser Geschichte nochmal nachgeguckt, was bekomme ich an Neuigkeiten, wenn ich Snapchat und Aktie bei Google eingebe. Mittlerweile sieht es dann so aus, -55%. Und Herr Strelo sitzt wahrscheinlich gerade in der Börse Düsseldorf, guckt sich diese Live-Übertragung an und lacht sich ins Fäustchen, weil er ganz genau weiß, dass ich diese Snapchat-Geschichte weiß Gott hätte aussetzen sollen. Habe ich aber nicht. Also wenn euch das nächste Mal jemand so einen brandheißen Tipp gibt, also das ist eigentlich immer schon eine Alarmglocke. Wenn irgendjemand kommt, euch aktiv darauf anspricht, irgendwas zu kaufen, kauft Bitcoins, kauft Snapchat-Aktien, kauft dies, kauft das, kauft jenes, dann müssen eigentlich immer alle Alarmglocken angehen. Also wenn ihr den Tipp so bekommt, egal wer ihn euch gibt und egal wie gut ihr das mit euch meint, nehmt euch mindestens 24 Stunden Zeit zu recherchieren, was er da macht. Denkt an den Professor. Diversifikation. Der hat jetzt noch zwei Tipps rund um diese passiv gemanagten Investmentfonds. Passiv gemanagten Investmentfonds ETF, der sollte sich auch bitte einbrennen bei euch. Durch thesaurierende ETFs kann man vom Zinseszinseffekt profitieren. Der Thesaurierer, im Gegensatz zum ausschüttenden ETF, macht was ganz Simples. Nämlich dadurch, dass ihr am Unternehmen beteiligt seid, bekommt ihr... Was? Ich glaube, da hinten ist es irgendwo gefallen. Ihr bekommt Dividenden, das heißt, ihr werdet am Unternehmensprofit beteiligt. Und jetzt könnt ihr damit zwei Sachen machen. Also ihr könnt jetzt in eurem Alter mit den Dingen, die ihr halt kauft, euch die 13 Cent ausschütten lassen, zum Kiosk gehen und euch irgendwie Süßigkeiten davon kaufen. Und das ist eine super Sache. Also ihr habt halt Aktien und dann bekommt ihr halt quasi im Nachhinein, ja, einen Teil für eure gemischte Tüte, das ihr wahrscheinlich auf die Hand bekommt, weil es dem Kioskbesitzer nicht mal wert sein wird, euch das ganze Ding in die Tüte zu packen. Oder, und das macht der Thesaurierer, ihr nehmt eure Gewinne, euren Anteil am Unternehmensgewinn und kauft direkt wieder neue Anteile am Unternehmen dafür. Das ist halt quasi der Zinseszins auf dem Kapitalmarkt. Und das ist eine ultra clevere Sache, weil diese Dinger können halt wirklich enorme Wachstumsraten über lange Zeiträume erzeugen, wenn man ganz genau das macht. Ihr nehmt das Geld, kauft sofort halt wieder neue Anteile davon, was eure Position erhöht, was dazu führt, dass ihr im nächsten Jahr mehr Anteile bekommt.
Also wenn ihr vor der Wahl steht, nehme ich den Thesaurierer oder den ausschüttenden ETF, sag ich, greif zum Thesaurierer. Und Sparplanfähigkeit mit dieser langfristigen Anlage. Jetzt nehme ich doch nochmal die Tafel dazu. Ist, also das, diese Sparplangeschichte ist vielleicht eine der cleversten Sachen, die halt jemals in diesem Zusammenhang aufgetreten sind. Ich hoffe mal, dass Frau, wer war hier drin? Quark mir nicht böse sein wird, ihre wertvollen Informationen gelöscht zu haben. Also, was macht der Sparplan? Der Sparplan ist eine relativ simple Sache. Also ihr geht zu der Direktbank eures Vertrauens. Da geht dahin, um Kosten zu sparen. Und sagt, ich würde ganz gerne 25 Euro jeden Monat direkt in diese ETFs investieren. Das ist eine unglaublich clevere Sache. Weil zum einen sorgt das natürlich dafür, dass ihr mit diesem Geld gar nicht mehr in Kontakt kommt. Wenn ihr das ganz am Ende des Monats macht, seid ihr immer in einer Situation, wo ihr sagt, ah, so noch ein Wochenende feiern, aber nächstes Wochenende fange ich dann an zu sparen. Wenn das Geld von Anfang an abgebucht wird, kommt ihr mit dem Geld nie in Kontakt und ihr schafft es mit dem Geld, was ihr habt, durch den Monat zu kommen. Funktioniert, verspreche ich euch. So, aber der eigentliche Vorteil von dieser ganzen Geschichte ist, dass diese Dinger ja in der Regel hier, ihr erinnert euch, Risiko ungefähr so verlaufen. Und dann ist jetzt natürlich, also meine Mutter wieder, ich hoffe, die sieht dieses Video nicht, du weißt, aber ich meine es gut mit dir, ist halt, dass die Möglichkeiten, dass so ein Markt mal einbricht, einfach bestehen. Das sind Marktzyklen. Das lernt er ja in einem BWL-Studium. Ne, also ich meine, Kontrajew wäre stolz, dass ich das jetzt noch erwähnt habe. Egal wie rum, ist halt das Tolle an diesem Sparplan, ist, dass ihr natürlich halt zu ganz vielen verschiedenen Punkten immer in den Markt einsteigt. Über den Sparplan, egal was kommt, ihr kauft jedes Mal zum ersten, was auch immer, des Monats oder zum ersten und dann was auch immer für einen Monat, diese Anteile. Das heißt, wenn der Kurs jetzt gerade hoch steht, also der Markt ist gerade teuer, bekommt ihr natürlich weniger Anteile. Bleiben wir mal ein. Jetzt bricht der Kurs aber ein, nach hier unten, und ihr bekommt auf einmal für die 25 Euro, die ihr da sowieso reinsteckt, zwei Anteile. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Das heißt, das hier läuft natürlich langfristig auf den Durchschnittskostenpreis drauf. Das ist eine relativ coole Sache, weil natürlich, wenn der Markt einbricht, sagt ihr nicht, oh mein Gott, mein Investment, weil ihr seid ja noch jung und habt noch all die Zeit. Ihr sagt, boah, das ist ja total großartig, weil für meinen Sparplan bekomme ich jetzt auf einmal mehr Anteile an diesem ganzen Unternehmen. Und wenn die jetzt halt im Wert steigen, habt ihr halt einfach mehr davon im Portfolio, die natürlich im Wert mit steigen. Das heißt, langfristig ist so ein Sparplan, weißt du, die cleverere Sache, im Gegensatz zu jetzt einer Einmalanlage. Also zu sagen, ihr spart jetzt bis ihr 100.000 Euro habt und dann kauft ihr halt einmal zu einem besonders guten Zeitpunkt viele Aktien. Weil ihr könnt nicht wissen, was ein besonders guter Zeitpunkt ist. Keiner kann das wissen. Gruß nochmal an den aktiv gemanagten Fonds. Das ist halt im Endeffekt, was da kann, ja, sagen die Leute nicht voraus. Immobilienblase 2008, da haben sie auch alle. Ein paar Leute haben gesagt, das kommt. Ein Großteil der Leute haben gesagt, das kann halt niemals kommen. Vor dem Hintergrund kleine Beträge über lange Zeiträume gestreut. Jetzt natürlich die größte Frage bei der ganzen Geschichte, ja, das macht erstmal alles Sinn. Also selbst in diesem enorm gepressten Format, da haben wir es jetzt irgendwie also so wahrgenommen, auch wenn ihr euch jetzt natürlich da noch ein bisschen weiter reinfuchsen muss, also jetzt in einer Stunde kann man nicht allzu viel vermitteln, so eine komplexe Thematik, aber ihr habt auf jeden Fall einen großartigen Überblick für das Ganze, ist, wo kriegen wir das denn jetzt her? Also ich würde ganz gerne für mein Alter vorsorgen, weil ich halt irgendwie keinen Bock habe, mit 70 Flaschen sammeln zu gehen, fahre ich dafür jetzt nach Düsseldorf, weil da übrigens die Börse in NRW steht. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, dieser junge Herr, Herr Strelo, hier verkleidet als Hummer, wird sich enorm freuen. Also das ist die personifizierte Börse Düsseldorf, sitzt hoffentlich auch gerade vorm Fernseher und denkt sich, Mensch, das ist ja super, dass er mich in seiner Präsentation erwähnt und dann auch noch das schönste Foto von meinem Facebook rausgesucht hat. Wenn ihr mal in Düsseldorf an der Börse seid, geht da gerne hin, sagt, wir würden ganz gerne mit Herr Strelo sprechen, Herr Risse schickt uns, der führt euch bestimmt gerne durch die Börse Düsseldorf, ist ein unglaublich spannender Ort, einfach nur mal ein Gefühl zu bekommen, was da passiert. Und das ist, weiß Gott, empfehlenswert. Einfach nur, um mal zu sehen, wo das ist. An der Stelle einen schönen Gruß an Herrn Strelo und danke dafür, dass Sie mich von Snapchat nicht abgehalten haben. Ist aber für euch, wenn er sagt, Düsseldorf ist mir eine zu weite Strecke, jetzt nicht unbedingt der erste Weg, denn ihr könnt das Ganze auch relativ simpel von zu Hause machen. Also mit so Plattformen wie JustETF könnt ihr halt sofort sehen, für die Anforderungen, die ich an das Ganze stelle. Also ich habe halt folgende Sparrate, die ich halt im Monat nutzen möchte, um so einen ETF-Sparplan zu besparen. Werfen die euch eine Direktbank raus, die senkt massiv die Kosten. Also
das fällt euch jetzt einfach nachzuvollziehen, aber wenn ihr zum Beispiel sagt, ich handle meine Aktien bei der Sparkasse, wollen wir ja keine Namen nennen. Na, aber ich handle meine Aktien bei so einer riesigen Filialbank. Da muss man sich immer überlegen, alle 50 Meter ist eine davon, da sind halt mindestens 5 bis 6 Leute drin, die müssen irgendwie bezahlt werden. Das sind Kosten, die auf euch umgelegt werden und ihr wollt die Kosten so gering wie möglich halten. Das heißt also, diese Online-Broker, es ist halt eine Suche bei Google entfernt, sorgen halt dafür, dass ihr da auch wieder einen massiven Start machen könnt. Da findet man sich dieser Tage relativ gut zurecht, also Usability enorm weit nach vorne gekommen in den letzten 10 Jahren. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Also so einfach so ein Depot-Vergleich, www.justetf.de. Ja, dann sagen die Kinder, danke, Eichhörnchen-Professor. Das war mir eine unglaubliche Freude, die Möglichkeit gehabt zu haben, euch so ein kleines bisschen in diese Thematik einzuführen. Ich sage unglaublich viel Dank für eure Aufmerksamkeit. Und habt dann jetzt hier nochmal alle Informationen, also wenn ihr jetzt sagt, das ist ja mal spannend, dass irgendjemand diese Finanzproblematik anders angeht, als das, was man bis jetzt halt kannte, also halt dieses ganz klassische karierte Anzug mit Krawatte und Zimmerpflanze und du musst, also einfach mal so einen jugendlicheren Angang zu diesem Thema, guckt euch das Ganze gerne mal an, also Funny Money ist die Geschichte dazu, also das ist halt dieses Unternehmen, das ich und Eka dazu nutzen, der ganzen Welt diese großartige Neuigkeit zu vermitteln. Also es lohnt sich, sich mit dem eigenen Geld zu beschäftigen. Plus es hat Konsequenzen, das nicht zu tun. Das findet ihr auf Facebook wie auch auf Instagram unter funnymoney.de. Und die Online-Akademie dazu findet ihr unter www.funnymoney.de. Und dann zurück auf diese. Und falls ihr Fragen habt, jetzt ist die Chance dazu.